Und es ist mal wieder leichter Lebenszeit. Ein wunderschönes Hallo nach Hause. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Aber nicht nur Sie, sondern natürlich auch heute wieder wunderbare Gäste. Ich freue mich über den Besuch von Eva Nitschinger. Sie ist Psychologin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Autorin, vieles mehr. Und wir wollen heute mal über ein ganz, ganz wichtiges Thema reden, nämlich über das Thema Selbstliebe. Viele Menschen, die schaffen es nicht, in die Selbstliebe zu gehen, in die Selbstliebe zu kommen. Und du gibst ihnen heute ein paar Tipps mit auf dem Weg, wie man ja, ein rundrum glückliches Leben mit sich selber auch führen könnte. Nicht nur das, sondern es ist Dienstag, da darf natürlich unsere Stefanie Gralewski und der Hexenkalender nicht fehlen. Aber nicht nur das hat sie dabei, sondern auch noch die Erfolgsgeschichte. Um was es da geht, das wird sie uns auch erzählen. Und große Freude für mich, denn 20 Jahre habe ich ihn nicht gesehen und dabei verbindet uns so viel. Es verbindet uns auf der einen Seite eine langtätige gemeinsame Arbeit, nämlich als Warm-Upper, was das ist. Das werden wir Ihnen heute noch im Laufe der Sendung erzählen. Und und auch eine Verbundenheit zu Vera Intwin, denn die hat quasi das Warm-up erfunden. Warum das alles so gekommen ist, das wird uns Mike Petschel heute erzählen, der Moderator ist, aber nicht nur das, sondern in vielen anderen Bereichen auch noch tätig ist. Für ihn ist eines ganz wichtig, die Stimme und vor allem auch mit der Stimme zu arbeiten. Was er so macht, das wird er uns auch erzählen. Eva, mit dir beginnen wir aber und es geht um ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich wirklich, ja, selbst anzukommen, ne? Sich selbst wahrzunehmen, sich selbst zu lieben. Wieso ist es dir so wichtig? Also bist du selber auf der Suche gewesen? Auf jeden Fall, definitiv und manchmal noch immer, gebe ich zu. Also ich glaube, dass wenige Menschen wirklich 100% sagen können, ich liebe mich immer. Ja? Aber es ist viel, viel besser geworden. Und warum, beantworte ich dir gerne. Also ich habe wirklich ganz viel ausprobiert an Therapien, an Selbsthilfebüchern, Selbsthilfekursen und so weiter. Ganz viel an mir gearbeitet. Und niemand hat mir gesagt, dass es im Grunde nur eine einzige Sache gibt, die ich brauche. Und zwar Selbstliebe. Ja? Also das war mir einfach nicht bekannt. Ich dachte eher, ich muss mich optimieren. Also zum Beispiel noch dies und jenes ändern und dann bin ich so, wie ich mich möchte oder im schlimmsten Fall, wie andere mich möchten und dann liebe ich mich endlich selbst, weil dann bin ich ja richtig. Ja? Mhm. Also bei mir war immer mein ganzes Leben so das Thema, ich bin nicht richtig und ich müsste das und das und das und das ändern und dann bin ich richtig und dann ist ja alles gut. Und irgendwann habe ich geknallt, dass das überhaupt nicht stimmt. Überhaupt nicht. Sondern ich muss mich zuallererst so akzeptieren, wie ich bin. Und dann ändert sich's von selbst. Ich glaube, das ist etwas, was unsere Zuschauer mittlerweile schon auch wissen und begriffen haben. Der Weg dorthin, das ist allerdings der schwierige Weg. Das heißt, das wirklich nicht nur zu wissen, sondern auch anzunehmen, wahrzunehmen. Genau. Ja, genau. Also wahrzunehmen, dass es nicht so ist, das ist der erste Schritt. Einfach zu bemerken, vielleicht weiß ich noch gar nicht, wer ich bin. Also das ist so natürlich die Botschaft, die ich auch immer rausbringe, dass ich sage, schaut mal, wer bist du eigentlich? Ja? Und rausfinden, wer bin ich? Bin ich diese Rolle, die ich spiele in der Arbeitswelt? Bin ich diese Rolle, die ich zu Hause spiele? Bin ich die Rolle, die ich vor mir selber spiele? Also auch das ist durchaus manchmal eine Rolle. Ab wann kämpft man aber mit der Selbstliebe? Weil es sind natürlich auch Themen, die mich erwachsen werden lassen. Das heißt, in einem gewissen Alter, da muss ich mich ja erstmal kennenlernen. Ich muss ja erstmal Dinge ausprobieren, filtern, um zu gucken, wohin geht mein Weg eigentlich? Und da gehört Unzufriedenheit natürlich bestimmt auch das Öftere noch mal dazu. Ja, weil wir halt so erzogen werden. Also ich glaube nicht, dass das dazu gehören müsste. Aber es gehört dazu, weil du ja von klein auf hörst, du bist zu laut, du bist zu dies, du fragst zu viel, du fragst zu wenig, du bist zu dumm. Ja, wir werden ja betitelt, ja, wir kriegen ja Bezeichnungen und wir dürfen ja nicht einfach wir selbst sein. Und dann werden wir noch erzogen, ja, also es zieht uns jemand in eine Richtung, die er für richtig hält. Und das sozusagen ist der Ausstiegspunkt, dass man sagt, okay, ich verstehe das und so habe ich das gemeint, ich verstehe, dass ich Rollen spiele, die teilweise aus mir selber sind, weil ich unzufrieden bin, mich vergleiche mit jemand und mich optimieren möchte und auch natürlich gehört habe, dass ich nicht gut genug bin. Und dann, wenn man das verstanden hat, wie du sagst, dann wird es kompliziert, weil wie schaffe ich es dann? Ja, also wie schaffe ich es, auszusteigen aus diesen Rollen und wirklich rauszufinden, ja, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Wer bin ich wirklich? Wenn ich all diese Konzepte, mit denen arbeite ich viel, mit Konzepten, mit Glaubenssätzen, mit Gedanken, wer bin ich, wenn ich die eins nach dem anderen überprüfe und die von mir abfallen und irgendwann hier vielleicht
vielleicht nichts mehr ist, ja, irgendwie nichts mehr, wo ich sagen kann, ja, ich bin die und die und die und die oder ich kann das und das und das und das, wenn sogar das nicht mehr klar ist. Also das wird schon eine schwierige Phase, aber das ist schön, einfach mehr und mehr lernen zu dürfen. Ich muss es nicht wissen. Also das ist für mich das, was mir hilft. Ich muss es nicht wissen. Ja, aber wir können ja auch nicht immer perfekt sein. Das heißt, es gibt ja immer irgendwelche Momente, wo wir uns einfach akzeptieren müssen. Also Akzeptanz ist ja dann auch ein ganz wichtiges Thema im Bereich Selbstliebe. Ja, also nicht nur gewisse Momente, sondern meiner Meinung nach immer. Also schön wäre es, dass man sich immer akzeptiert. Und das heißt nicht, dass man alles gut finden muss. Das wird oft verwechselt. Nur weil ich mich akzeptiere, kann ich trotzdem sagen, du, das war jetzt aber nicht okay, was du gemacht hast. Ne? Warum hast du denn das gemacht? Aber eben nicht mit diesem Vorwurf, wie es meistens gemacht wird, oder dieser Kritik, sondern einfach mit Selbstliebe gucken, ja, warum habe ich das eigentlich so gemacht? Spannend. Also ich mag das Wort spannend. Ja? Zu gucken, spannend, warum hast du das jetzt gerade so gemacht? Aber wir sind ja in so einem Lebensfluss drinnen. Das heißt, wir schaffen das ja gar nicht, den ganzen Tag darüber nachzudenken. Machen wir es jetzt richtig, machen wir es jetzt falsch? Wann mag ich mich nicht? Sondern es geht ja wirklich um das Generelle. Ich nehme mich so an, wie ich bin, mit all meinen Höhen und Tiefen, mit all meinen Fehlern. Genau. Und die Fehler gehören ja auch zu mir dazu. Ja, und meine Botschaft ist eben, es gibt keine Fehler. Also es ist alles richtig. Ich kann nur bemerken, und du sagst nicht den ganzen Tag, logischerweise, man kann am Anfang üben, dass man zum Beispiel dreimal am Tag sich das Handy stellt und wenn das klingelt, dann gucke ich kurz, was habe ich gerade gemacht und wie fühle ich mich dabei. Und dann merkt man ja mit der Zeit, jetzt fühle ich mich nicht gut. Oder jetzt fühle ich mich gut. Ja? Und wenn ich mich nicht gut fühle, dann gucken, warum fühle ich mich nicht gut? Und dann kommen sofort diese Gedanken, du hast was Falsches gesagt, du bist nicht gut genug, du bist eben weit weg von perfekt. Ja? Und diese Gedanken dann einfach mal da sein lassen und sagen, ja, ist es wahr? Ja, ist es wahr? Jetzt habe ich was falsch gemacht. Ja, und woher kommt dieses Konzept? Woher kommt diese Idee? Also sich selber natürlich auch beobachten, das ist schon klar. Aber auf der anderen Seite komme ich ja auch in viele Situationen, wo ich gar nicht verantwortlich dafür bin, mich vielleicht ein bisschen komisch zu fühlen, sondern mein Gegenüber bringt mich in eine Situation, in der ich nicht zufrieden bin, wo ich mich ein bisschen rauswinden muss. Und das gehört ja auch zum Leben dazu. Also manchmal muss man natürlich auch oder kann nicht immer nur seinen Weg gehen, sondern muss natürlich auch da Kompromisse finden. Super Stichwort, weil das ist genau der zweite Schritt. Der zweite Schritt ist zu erkennen, bin ich in meinen Angelegenheiten oder in denen der anderen. Und in dem Moment, wo ich denke, dass du oder irgendjemand verantwortlich dafür ist, wie ich mich fühle, in dem Moment bin ich schon nicht mehr in meinen Angelegenheiten. Das heißt, das ist dann der zweite Punkt, zu erkennen, ist das, warum ich mich jetzt gerade so fühle, überhaupt in meinem Zuständigkeitsbereich. Und wenn dann der Gedanke kommt, du hast jetzt zum Beispiel etwas gesagt, was mich gerade unwohl fühlen lässt, dann kann ich sofort merken, okay, ich bin gar nicht in meinen Angelegenheiten. Und das ist ein Training. Also das klingt jetzt so einfach, das ist nicht einfach. Also ich habe da 10 Jahre schon trainiert und fall trotzdem manchmal noch raus und denkt tatsächlich, jemand anderer ist verantwortlich. Aber ich weiß es schon, dass es nicht stimmt. Du trainierst die Menschen ja auch. Also du arbeitest unter anderem natürlich auch als Coach. Das bedeutet, du gibst den Menschen die Anleitung quasi mit auf den Weg, wie man es schafft, wirklich in die Selbstliebe zu kommen. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben, das wir heute übrigens an Sie verlosen dürfen. Also da geht es nämlich wirklich eigentlich um die Gebrauchsanleitung zu meiner Reise zu mir selbst, geschrieben eben von der Eva. Und dieses Buch können Sie heute gewinnen. Ich komme gleich wieder zu dir. Wenn Sie sagen, ja, ich bin eigentlich auch auf der Suche nach mir selber und will eigentlich genau die werden, die ich schon immer war, dann sollten Sie heute bei unserer Verlosung mitmachen. Wir wollen heute von Ihnen wissen, Eva Nitschinger, die spricht heute über A, ihre Arbeit als Taubenzüchterin oder B, über die Selbstliebe. Unter den eingeblendeten Telefonnummern, wie immer, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind wir für Sie zu erreichen. Der Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent, mobil kann es auch ein bisschen teurer werden. 18 Jahre sollten Sie sein. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de.
Mike Petschel, heute zu Gast. 20 Jahre haben wir uns wirklich nicht gesehen. Aber du warst in Berlin, bist ja eigentlich ursprünglich Berliner, lebst jetzt in München. Ja. Verkehrte Welt, oder? Hier sitzt eine Münchnerin, die jetzt in Berlin lebt. Und vor 20 Jahren haben wir uns wirklich kennengelernt über Vera Intveen, die Erfinderin des Warm-Ups. Und du machst das heute noch. Warm-Ups. Was ist ein Warm-Up? Das Warm-Up, wie der Begriff schon sagt, das kommt eigentlich aus dem Sportlichen. Man macht sich warm auf etwas Bestimmtes. Nur wenn man einen Warm-Up moderiert, so wie ich das gemacht habe, auch damals schon mit Vera Intveen, also für die Sendung, das ist dann so, dass du das Publikum, das in dem Studio sitzt, darauf einstimmst, was in der Show passiert und wie sie sich zu verhalten haben. Weil viele Leute kommen in so ein Fernsehstudio rein und wissen noch gar nicht, damit umzugehen und denken so, oh, bin ich jetzt zu sehen oder bin ich nicht zu sehen? Und das Warm-Up soll sie dahin führen, dass sie sich wohlfühlen und wenn möglich normal fühlen. Genau. Und natürlich auch gut drauf sind. Das heißt, ein bisschen Anklatscher ist man natürlich in dem Bereich auch. Wir haben ja beide, also ich habe ja auch lange Jahre in dem Bereich gearbeitet für viele große, tolle Sendungen. Dann war aber irgendwann mal auch so ein bisschen Stopp, finde ich, mit den großen Fernsehsendungen. Hattest du auch so eine Phase, wo mal ein bisschen weniger los war und jetzt kommt es wieder? Also hat sich da was verändert in den letzten Jahren des Fernsehlebens? Also was die Moderation fürs Warm-up angeht, da wurde es nie ruhiger. Es wurde nur anders. Also es ist jetzt auch anders geworden, weil die Produktionen mittlerweile immer spektakulärer werden. Das heißt, es soll immer mehr Publikum dabei sein, es werden immer mehr Studioeinbauten gemacht, Spiele werden gespielt und ja, es soll, wie gesagt, auch immer spektakulärer innerhalb des Studios schon als Event sein. Und deswegen ist die Herausforderung auch eine andere geworden, weil du nie weißt, welche Anforderungen hat die Produktion an das Publikum und was für Erwartungen hat das Publikum oder wo kommt das Publikum her, mit welchen Intentionen kommt das Publikum an? Ja, früher waren wir immer beschrien als die Pausenclowns, weißt du, wo du gesagt hast, was machst du beruflich? Naja, ich bin Pausenclown. Ist ja auch was ganz, ganz Ehrbares, aber auch da hat sich natürlich ein bisschen was geändert. Es gibt natürlich jetzt wahnsinnig viele Shows, wo junge Leute auch entdeckt werden, also die ganzen Casting-Shows, die jetzt kommen. Früher als Warm-Upper hat man ja eigentlich angefangen, um entdeckt zu werden. Das war bei dir aber gar nicht so, ne? Na, ich bin vom Radio ja gefragt worden, ob ich mal bei einer großen Musikproduktion The Dome vorher die Pre-Show moderieren möchte. Also eben auch das Warm-Up machen möchte. Und da dachte ich so, ja, ist okay, mache ich. Dann hat man mir hinterher erst erzählt, das war die Berliner Deutschlandhalle mit 13.000 Gästen. Und ich dachte so, okay, da ging mir so ein bisschen die Muffe. Mhm. Und ich habe es dann aber gemacht und habe gemerkt, das macht mir richtig viel Spaß. Und das Schöne ist, die Leute haben ja bei mir noch keine Erwartungen. Du kennst das ja. Wenn wir rauskommen, dann sind wir die Namenlosen und wir können auftreten, wie wir wollen. Und wir können dann auch machen, was wir wollen. Wir haben dann ein Ziel vor Augen, aber das weiß das Publikum nicht. Also ich kann als Hausmeister reinkommen und sagen, übrigens hier, das ist das Studio, wir müssen noch einen Scheinwerfer kurz einrichten. Würden Sie sich ganz kurz so hinsetzen, dass Sie auch gut gelaunt aussehen? Und dann helfen Sie uns da so ein bisschen mehr, die Show auch weiter nach vorne zu bringen. Oder. Mhm. Also es gibt tausend unterschiedliche Möglichkeiten. Welches war dein spektakulärstes Warm-up? Kannst du dich daran erinnern? Also bei den vielen Tausenden von Warm-ups, die du gemacht hast. So ein Warm-up, wo du sagst, das wird mir immer so in Erinnerung bleiben. Gibt es sowas oder... Also das Spektakulärste oder eines der spektakulären war unter anderem auch in der Berliner Waldbühne. Da war ich für Helene Fischer vorher draußen und habe dann eben auch mehr moderiert als gewarmt. Aber als ich dann eben in der Berliner Waldbühne unten auf der Bühne stand und dann wirklich 22.000 Menschen vor mir sich aufbauten und dann das gemacht haben, was ich versucht habe, eben mit denen einzustudieren beziehungsweise eben auch in Performance zu bringen, ob zu klatschen, zu winken oder einfach nur zu lachen, das war schon sehr eindrucksvoll. Spaß, ne? Ja, also so war das schon wirklich toll. Ja. Ich kann mich noch an mein allererstes Warm-up erinnern, meiner gesamten Karriere. Vera hat ja früher Warm-up gemacht und hat mir dann quasi, nachdem sie dann zu Sat.1 gegangen ist, ihre ganzen Warm-ups irgendwie aufs Auge gedrückt. Und ich weiß noch, mein erstes Warm-up war für Thomas Gottschalk. Ah. Und ich weiß noch, wie wahnsinnig aufgeregt ich war, als ich meine Stimme gehört habe, die gesagt hat, und hier ist ihr Gastgeber, hier ist Thomas Gottschalk. Ich bin selber auf die Knie gegangen, weil ich ihn so sehr verehre, immer noch verehre oder verehrt habe. Also immer noch verehre, aber damals eben auch schon verehrt habe. Und das werde ich auch nie vergessen. Es war schon was ganz Besonderes. Man sieht bei dir, ja, guck mal hier, unser Thomas Gottschalk. Es ist schon so ein Beruf, wo dich wahrscheinlich viele beneiden. Du hast jetzt Helene Fischer angesprochen. Mhm. Jetzt sehen wir dich hier mit Thomas. Also du bist ja auf du und du.
Heidi Klum habe ich gesehen, hast du vor kurzem getroffen. Also auf du und du wirklich auch mit diesen großen Persönlichkeiten. Wie ist das für dich? Also ist es spannend, wenn Helene Fischer dir dann auch mal dankt für deine Arbeit, die du da gemacht hast? Ja, unbedingt. Also das ist auch das größte Lob, was man bekommen kann. Das Publikum ist das eine Lob, wenn es funktioniert und man geht runter und es ist in Stimmung. Aber das andere ist, wenn man eben von der Bühne runterkommt und eine Helene Fischer oder auch ein DJ Bobo oder ein Scooter oder eben auch Thomas Gottschalk, die sagen dann, wow, was du für einen Job gemacht hast, Wahnsinn, Respekt. Das ist schon eins der größten Lobe, die man auch da nach der Arbeit oder während der Arbeit kassieren kann. Ja, du machst das jetzt auch wirklich seit vielen, vielen Jahren, bist aber immer noch nicht müde. Wobei man wirklich sagen muss, für viele ist es, klingt es so, als wäre es nur Party, als wäre es nur Spaß, als wäre man eben der Pausenclown. Das wäre schön. Aber es ist richtig harte Arbeit, ne? Das vergisst man ganz oft. Ja. Ja, es ist schon eine Herausforderung, weil du eben nicht weißt, wo kommt das Publikum her. Also es gibt auch so Sendungen, die werden tagtäglich produziert, wie eure Sendung, aber eben mit Publikum. Und viele Sendungen, da wird das Publikum dann auch vorbeigefahren und wird gesagt, so hier, kommen Sie doch mal vorbei, schauen Sie sich eine Fernsehsendung an. Dann wissen die Leute aber nicht, was überhaupt in der Fernsehsendung passiert oder wer die moderiert oder was der Inhalt ist. Und wir müssen vorher raus, müssen denen das sagen. Und du siehst ab und zu in den Gesichtern, oh, ach, jetzt habe ich mir ja was angetan. Das ist so ein bisschen wie so ein Denkmal, was du dir eigentlich nicht anschauen möchtest. Oder wie so ein Museumsbesuch, wo du dich überhaupt nicht für interessierst. Oder die alten Zeiten, weißt du noch, als es so wahnsinnig viele Talkshows gab und einfach zu wenig Publikum. Und dann wurde Publikum eingekauft. Das heißt, die haben Geld dafür bekommen, dass die sich da eine Stunde in so eine Talkshow gesetzt haben. Die kannten jeden Text, den wir gesprochen haben, mittlerweile auswendig, weil die fast täglich wirklich in den Studios waren. Ich mochte das nicht so gerne, weil ich mir immer gedacht habe, für wen mache ich das jetzt eigentlich? Aber ich finde das mittlerweile eine besondere Herausforderung, weil du dir eben was Neues einfallen lassen kannst, musst, sollst. Und weil du auch dann noch eine Möglichkeit hast, mit den Leuten auch schon per Du zu sein. Also, weil du kannst rausgehen und kannst sagen, na, wir kennen uns ja schon mittlerweile. Ja, schön, dass du gestern auch da warst. Hast du übrigens das Gleiche an. Ja, schön, dass du auch heute wieder hier bist. Bist du morgen auch wieder hier? Dann kannst du mir gleich was mitbringen. Also man kann das so mit einbauen, finde ich jedenfalls. Und oftmals ist es dann so, dass man so eine eigene oder eine auch Fanbase hat. Auch jetzt durch die sozialen Netzwerke und die dann einen schreiben, wie toll sie das fanden und wie gut sie das auch finden, dass wir eben dann per Du mit denen sind. Also das ist wieder auch ein ganz anderes Arbeiten jetzt mittlerweile geworden, wenn auch die Leute öfter kommen oder wenn sie dann eben eingeladen werden zu einer Sendung, zu der sie nicht unbedingt freiwillig gehen würden, dann ist das auch eine ganz witzige Aufgabe. Aber ist ja auch spannend, denn jede Show hat natürlich auch das dementsprechende Publikum und auch mit den dementsprechenden Energien natürlich. Also wenn ich früher noch dran denke, Sendungen, die wahrscheinlich das junge Publikum gar nicht mehr kennt, Herzblatt mit Reinhard Fendrich oder war für mich eine der schönsten Shows, die ich machen durfte, weil die Leute sind da schon gut gelaunt angekommen. Ja. Also das hat einfach richtig Spaß gemacht und dann gibt es natürlich Sendungen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder auch das Publikum nicht ganz so reagiert. Ja, also das Warm-up, wie gesagt, ist nicht immer nur Stimmung machen oder die Stimmung machen, die man unter positiver Stimmung versteht, sondern Stimmung machen bedeutet auch zum Beispiel bei einem Polit-Talk, auch jetzt ja wieder aktuell, dass man das Publikum darauf einstimmt. Das heißt also, dass man denen sagt, dass sie zu sehen sind, aber dass sie zum Beispiel bei einer politischen Diskussion nicht direkt mitdiskutieren können, weil sie kein Mikrofon haben und weil sie nicht zu verstehen sind. Also im Studio ja, aber zu Hause eben nicht. Das heißt also, wir stimmen schon auch auf unterschiedliche Klientel, auf unterschiedliche Anforderungen ein. Und das bedeutet nicht immer so den Till-Eugen-Spiegel zu machen, sondern auch mal die Leute nur darauf hinzuweisen, dass sie zu sehen sind und dementsprechend auch reagieren sollen, aber eben nicht so, wie sie zu Hause reagieren sollen. Bei einer Quizshow zum Beispiel, wenn sie die Antworten hören, ist es A, B, C oder D, dass sie nicht so spontan machen, so und der Befragte guckt dann ins Publikum und sagt so, die haben alle so genickt, das ist richtig. Das müssen wir denen auch sagen. Also es bedeutet immer, auf das entsprechende Format die Leute einzustimmen, was nicht immer heißt, dass sie positiv eingestimmt werden sollen. Aber es macht auch mal Spaß, das muss man wirklich mal sagen, in so einer Fernsehaufzeichnung dabei zu sein? Nein. Wer sollte ich denn da sein? Das ist Kim Fischer, oder? Das ist Kim Fischer. Kim Fischer, aber ich nehme das und das andere ist, kann ich jetzt gar nicht erkennen. Also Kim erkenne ich natürlich. Sag der mal liebe Grüße bitte von mir. Ja, mach ich doch, definitiv. Der lieben Kim. Du
bist natürlich jetzt nicht nur als Warm-Upper unterwegs, sondern du machst auch anständige Sachen. Als Moderator natürlich, dann bist du auch Coach. Das heißt, du coachst viele Menschen, um denen auch zu zeigen, wie sie sich verhalten. Also hat ja auch ein bisschen was mit dem Thema heute Selbstliebe zu tun. Das heißt, passt irgendwie schon ganz gut, dass man auf der Bühne natürlich auch eine Präsenz haben muss. Ja. Die hat man nur, wenn man einfach auch sich zeigt. Und du machst noch etwas Ehrenamtliches. Und zwar ist dir die Sprache und die Stimme sehr, sehr wichtig. Und da gibt es eine ganz besondere Lounge, über die wir uns auch noch unterhalten werden. Ich freue mich so, dass du heute da bist. Das ist echt schön. Wie viel Zeit haben wir? Ich bin leider Gottes schon wieder am Ende, aber ich freue mich natürlich auch, dass andere Gäste zu Wort kommen. Ja. Unter anderem auch heute wieder unsere Stefanie Kralewski im Hexenkalender. So, der Hexenkalender mit unserer Stefanie Kralewski. Heute reden wir über Astrologie. Ja. Im Hexenkalender. Ja, überraschend. Der Runenfrau, der Kartenlegerin und plötzlich auch der Astrologin? Nein. Naja, es ist so, wenn man sich mit Zeremonien beschäftigt, wenn man über Magie überhaupt als solches spricht, muss man sich auch ein bisschen mit Astrologie beschäftigen. Und ich dachte, ich rede ja nun seit 2010 hier immer über Zeremonien und was man als Anfänger tun kann. Und ich dachte, ich bringe mal ein bisschen was für die Fortgeschrittenen mit. Auch mal eine schöne Geschichte. Für Fortgeschrittene, die sich allerdings auch mit der Astrologie auskennen oder können es auch die Laien der Astrologie nutzen? Ja, also für Fortgeschrittene, die sich mit Zeremonien auskennen, die wissen, welche Kerzenfarbe sie zu welchem Thema anzünden. Darum geht es. Also das heißt, gerade eben die möchte ich einladen, sich ein bisschen mit Astrologie zu beschäftigen. Ein bisschen. Es muss keine Astrologin draus werden, das bin ich nun wahrlich nicht, ja. Aber es gibt ein paar Dinge, die man einfach beachten kann, um den richtigen Zeitpunkt für eine Zeremonie zu finden. Also das heißt, für den richtigen Zeitpunkt für, zum Beispiel, angenommen, es geht ums Finanzielle, dann wissen wir inzwischen, welche Kerzenfarbe nehmen wir? Bitte nochmal, ich habe... Fürs Finanzielle? Das Finanzielle, welche Kerzenfarbe wir dann nehmen? Grün? Wunderbar, genau. Genau, das heißt, erstmal wissen wir schon, okay, wir zünden eine grüne Kerze an. Das ist im Grunde schon mal super, um die Finanzen einfach ein bisschen voranzubringen. Aber man kann das natürlich noch ein bisschen besser machen, weil je mehr man hineingibt, je mehr Mühe man hineingibt, desto besser ist das Ergebnis. Ich bin ja auch schon fortgeschritten, habe ich gerade gemerkt, was die Zeremonien anbelangt. Deswegen können wir wirklich einsteigen und zwar in die Macht der Zeremonien, wenn man sie richtig nutzt. Und da gibt es natürlich trotz allem schöne Hilfsmittel und Hilfsbegleiter, gerade wenn es um die Astrologie geht, unsere Andrea Buchholz. Unbedingt. Und da sollte man sich auch eine wunderbare Zeitung nach Hause holen, den Zukunftsblick nämlich, denn der schlüsselt natürlich sehr viel im Bereich Astrologie auf, aber eben nicht nur im klassischen Sinn, was die normalen Horoskope anbelangt, sondern viel, viel tiefer gehend. Richtig, genau. Und zwar habe ich meine Seite aufgeschlagen von Andrea Buchholz. Und zwar ist es nämlich interessant. Weißt du auch noch, welchen Wochentag der beste ist für Finanzen? Vielleicht der Mittwoch? Der Donnerstag, genau. Donnerstag. War ich knapp dran. Genau. So, das heißt, wir wissen schon, Donnerstag, grüne Kerze ist immer super für die Finanzen. Jetzt sehen wir aber, wenn wir hier unten mal reingucken, dass der Jupiter aktuell nämlich rückläufig wird. Er ist im Mai. Das heißt, der Jupiter, der steht ja für Expansion. Und Jupiter ist auch so ein bisschen der Geld und Beruf. Und das heißt, im Mai ist es eigentlich gar nicht so günstig, eine Geldkerze anzuzünden, weil es gerade auf Expansion passiert nicht so viel. Was aber sehr gut ist... Die Liebe bestimmt, oder? Mai... Ja, und da kommen wir nämlich an den Punkt, man muss ein bisschen gucken, dass alles zusammenpasst. Ne? Mai ist natürlich immer eine Liebesenergie, klar, ja. Aber auch hier mit dem Jupiter gerade rückläufig ist auch nicht so auf Expansion aus. Aber was ich ganz spannend finde, gerade in die Liebe, im Bereich auf die Liebe, weißt du, welche Kerze für Liebe? Rot. Und welchen Tag? Freitag gehört schon zum Wochenende und dazu. Wir haben nämlich genau den Punkt, dass der Saturn nämlich auch rückläufig ist. Und das ist ganz wunderbar, weil der Saturn nämlich alte Dinge beendet. Und gerade wenn er rückläufig ist, geht es immer um Sachen, die schon vorbei sind, die durch sind. Und das heißt, das ist eigentlich perfekt gerade, um sich um die Sachen zu kümmern, die eben schon vorbei sind. Also das heißt, Lieben, die schon längst vorbei sind, Partnerschaften, die schon längst getrennt sind, wo man immer noch das Gefühl hat, da knackt es noch ein bisschen. Also loslassen. Genau. Mhm. Genau. Und dann bietet sich natürlich an,
Deine Lieblingsseite? Ja, es ist wirklich meine Lieblingsseite, der Mondkalender, denn ich finde, der ist im Zukunftsblick wirklich sehr, sehr schön und ausführlich und wirklich auch monatsvorbereitend. Richtig. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Genau, und das ist natürlich ein ganz wunderbarer Einstieg, weil es sich hier einfach auch alles findet. Ne? Also genau wann der Mond in Wassermann geht und so weiter. Und hier stehen auch viele Erklärungen daran und die kann man auch alle für Zeremonien ummünzen. Ja, also wenn wir etwas finden, wo es um die Liebe geht, dann ist das einfach ein perfekter Tag. Und dann kann man gucken, dass möglichst viel zusammenpasst. Ja. Ja, also es lohnt sich tatsächlich auch mal in die Horoskope reinzuschauen, wenn man den richtigen Moment für eine Zeremonie sucht, für einen Kerzenzauber sucht. Ja, und es ist ja wirklich nun mal so, dass wir, wenn der Mond zunimmt oder abnimmt, auch dementsprechend uns selber darauf einstellen können. Genau. Das heißt, es ist eine tolle Geschichte, sich mal mit solchen Dingen auch auseinanderzusetzen und das auch mal wieder anders aufzunehmen. Richtig, ne? Genau, weil es ist natürlich so, diejenigen, die sich schon ein bisschen mit Astrologie auskennen, die wissen natürlich, dass das Horoskop nicht die Welt macht, sondern anzeigt, wie die Welt gerade ist. Und das ist einfach wie eine Uhr. Ja, wie eine Uhrzeit, auf die wir schauen können, aha, jetzt und das ist das und das. Die Sachen sind gerade Thema, nicht weil das jetzt die Sterne das so machen, sondern weil sie es einfach nur anzeigen, wo man eben, weißt du, eine Uhr macht halt die Zeit auch nicht, zeigt sie auch nur an. Ja. Und das kann man einfach dann gut nutzen, damit man weiß, welche Energien wir gerade haben, was wir gut für uns nutzen können. Das Schöne ist, du zeigst uns ja ganz oft die guten Energien an gewissen Tagen, wo wir Dinge verändern können. Wenn man es aber mal ein bisschen selbstständiger haben möchte oder einfach wirklich auch mal gucken möchte, ist jetzt vielleicht der Monat der perfekte Monat, um gewisse Zeremonien zu machen, dann ist natürlich der Blick vielleicht auch in die Astrologie mal ein ganz schöner. Genau. Und wenn man sich da nicht ganz so gut auskennt, wie gesagt, der kleine Tipp nochmal von unserer Seite, Zukunftsblick nennt sich das ganze Geheimnis. Das ist nämlich unser Monatsmagazin und das ist so ein Must-Have, das jeder zu Hause haben sollte, der hier reinguckt. Steffi, ich komme gleich wieder. Es geht nämlich auch noch um eine Erfolgsgeschichte, die du erzählen wirst. Andrea Flender ist die Dame, die diese Erfolgsgeschichte quasi geschrieben hat. Jetzt machen wir erst ein kurzes Päuschen. Weiter geht's mit Gabriele Iasetta. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Eva Nitschinger ist heute zu Gast, die uns in die Selbstliebe führen möchte. Ein Thema, das, glaube ich, jeder gut gebrauchen kann. Also sich anzunehmen, sich selbst zu lieben, weil ich glaube, dann ist man auch präsent. Wir haben gerade über Warm-up geredet, über die Prominenten geredet. Die ja auch irgendwie eine Bestätigung suchen vom Publikum, hat Maike ja auch ganz schön erzählt, um sich gut zu fühlen. Und es geht ums gute Fühlen. Du hast ein paar Sachen mitgebracht, um das auch mal ein bisschen zu veranschaulichen, wie du auch arbeitest. Ne? Hast doch gerade, ich nehme gleich dein Beispiel. Prominente, weiß mehr, vielen geht's super. Ne? Die haben so richtig ihr Ding gefunden und ziehen es durch. Und manchen geht's ganz schlecht. Die sind zwar super erfolgreich, aber persönlich geht's immer schlecht. Und das ist im Grunde einfach erklärt. Im Grunde wären wir alle Wesen, die ganz sind. Aber bei den meisten ist relativ früh schon was passiert und dann haben wir uns von uns selbst getrennt. Ja? Und jeder, der die Puppe kennt, wahrscheinlich alle, dass da noch was drin ist, weiß jeder. Also ich mache nicht alle auseinander, aber wir trennen uns von uns selbst. Ja? Und wir alle haben sozusagen mindestens zwei, meistens viel mehr Anteile. Ich nenne die einfacher halber innere Kinder. Ja, aber kann man auch Ego-States nennen in der Therapiewelt und so weiter. Das heißt, ich bin zwei. Die eine macht vielleicht einen super Profi-Job, ist total anerkannt, Multimillionärin und sieht klasse aus. Und dann geht die nach Haus und fällt in ein ganz tiefes Loch, weil da halt niemand daheim ist. Ja, da ist leer, im Extremstfall. Und hier drüben ist ihr inneres Kind, das die Emotionen hat.
diese Emotionen, die man abgespaltet hat, also die man nicht wollte, Trauma-Emotionen, Wut, Hilflosigkeit, alles das, was man eben gar nicht möchte, aber auch die ganzen tollen Ressourcen, das wird oft übersehen. Wenn man von inneren Kindern spricht, denkt man oft, ja, das ist das, was ich weggedrängt habe, was ich nicht wollte und ist ja gut, dass es weg ist. Und dann sage ich, ja, aber da ist ja all deine Freude, das Naive, das Neugierigsein, das Lustige sein, das Kreativsein eines Kindes auch abgetrennt. Und deshalb meine Arbeit ist, dass wir uns zuwenden zu uns selbst und dieses innere Kind einladen, nach Hause zu kommen. Und irgendwann dann nicht nur so eine Rolle spielen, sondern irgendwann ganz sind. Alle annehmen. Mhm. Genau, alle inneren Kinder annehmen und eben nicht nur die Tollen. Das ist einfach, ne? Wenn ich sage, ja, ich habe so eine Efi in mir, die halt gern geklettert ist und immer schon gern geredet hat und so, die ist ja leicht anzunehmen. Aber es geht auch darum, die anzunehmen, wofür ich mich vielleicht geschämt habe, ja? Die ich nie irgendwo hergezeigt habe und die ich immer schön im Hintergrund hatte. Und das ist so meine Arbeit, zu sagen, nimm diese Kinder an. Was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Alle. Weil im Grunde wirklich fast jeder das Problem hat. Also es sind Menschen in der Praxis natürlich viel mit Ängsten, weil das ist die Folge. Ja, je weniger ich hier zu Hause bin, desto mehr kommen Ängste, Depressionen natürlich, Essstörungen ganz oft, ne? Und die hat dann aber nicht die große, sondern die kleine hat dann die Essstörungen. Aber auch ganz normale Coaching-Themen, Beziehungsproblematiken, Geld auch ganz oft, hat gerade meine Vorrednerin so schön gesagt, was man da alles dafür tun kann. Und das sind die Schritte in die Selbstliebe, dass ich sage, ich tue alles dafür, aber wenn es nicht funktioniert, mir nicht vorwerfen, sondern gucken, wieder diese neugierige Haltung, ja, warum funktioniert das bei mir nicht? Oder warum ist das jetzt gerade wieder so? Oder warum mache ich das alles nicht, obwohl ich es weiß? Mhm. Ja, jeder ist seines Glückes selber Schmied. Ne? Also dieser Satz kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Wir können unser Glück schon auch irgendwie zusammenhämmern, aber wir müssen halt auch wissen, wie es geht und müssen halt auch den richtigen Weg finden. Du hast ein paar Sachen mitgebracht, wo du wirklich auch ein bisschen was über deine Arbeit erklären kannst. Genau. Denn du arbeitest ja unter anderem auch mit Familienaufstellung zum Beispiel. Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, wo man ja auch viel über sich erfährt und da auch viel Emotion hochkommt. Ja, genau. Es geht immer ums Gefühle fühlen wieder. Ja? Und die Familienaufstellungen, die sind schön, weil die zeigen, wo die Probleme herkommen könnten. Aber um jetzt bei dem Thema zu bleiben, ich würde zum Beispiel für diese beiden, also wenn ich sage, okay, ich habe es verstanden, ich habe da irgendwo eine Ewi oder eine Eva, die ich abgetrennt habe, dann könnte ich zum Beispiel mit diesen Flicken die hinlegen am Boden oder online mache ich es halt in der Vorstellung dann, dass man sich vorstellt, dass da jetzt zum Beispiel ich bin und dann, dass da jetzt zum Beispiel eben dieses innere Kind ist. Und dann stelle ich mich drauf und gucke das innere Kind an und schaue mal, wie ich mich fühle. Um das geht's. Wie fühle ich mich, wenn ich mein inneres Kind, jetzt nicht die Tolle, die geklettert ist, sondern die andere, für die ich mich geschämt habe, wenn ich die angucke? Ja, wie geht's mir, wenn ich mein inneres Kind angucke? Und dann kann ich auf die Flicke vom inneren Kind gehen und fühlen, wie mein innerer Anteil sich fühlt, der Jahrzehnte verleugnet wurde zum Beispiel oder immer wieder ausgesperrt wird oder ganz bewusst abgeschaltet wird. Ja? Und das ist das, wenn du schon von Stars redest, warum viele eben drogensüchtig sind oder Probleme haben. Ne? Großer junger Thema Mann, ist. Mittlerweile auch kein junger Mann mehr, aber als ich noch jung war, war er auch ein junger Mann. Robbie Williams, der hat das ja auch über viele Jahre, hat er das wirklich auch der Presse erzählt. Ne? Ja. Du stehst da, du hast deine 80.000 Fans, die dich anhimmeln, die dich anschreien, aber du gehst abends alleine quasi. Ja, wahrscheinlich hat er schon das ab und andere Mädel mal dabei gehabt, aber herzenstechnisch gehst du alleine in dein Zimmer, weißt nicht, wen du hast, auf wen du dich verlassen kannst, bis du irgendwann mal ankommst. Das sind schon solche Wege, wo man Unterstützung braucht. Und auch das, was wir gerade über diese Fleckchen da geredet haben, wer es nicht ausprobiert, der wird nicht erfahren, ob man da wirklich ein Gefühl bekommt, ob man es da spürt. Aber ich kenne das von der systemischen Familienaufstellung und war immer ein großer Zweifler und habe gesagt, das kann ja gar nicht funktionieren, aber da passiert schon einiges. So ist es. Und Robbie Williams, schönes Beispiel, irgendwann sich zu finden, das hier voll machen und dann ist es nämlich egal, ob du allein heimgehst oder mit 30 anderen, weil das Mädel hilft eben auch nicht, wie mir
wissen, sondern du musst dich selber lieben. Und da sind wir wieder beim Thema, ich liebe mich selbst. Und dann findest du vielleicht auch das richtige Mädel. Und das und hat dann er ja Gott findest, sei Dank jetzt genau, gefunden. Irgendwann die Familie genau. gegründet. Also richtig. Auch er ist wünschen irgendwann mal ruhiger geworden. Genau. Und hoffen wir mal, dass es auch so sich selbst gefunden so gell? Bleibt. Genau. Das Buch, das du mitgebracht hast, ja. Darüber sollten wir uns auch noch mal kurz unterhalten später. Denn es ist quasi so eine gewisse Gebrauchsanleitung, wie man wirklich die Reise zu sich selbst findet. Wer da auf der Suche ist, deine Praxis, du hast sie gerade angesprochen, die ist ja in Saarbrücken, da kommst du ja auch her. Mehr Informationen kriegt man natürlich auch über dich, übers Internet. Also auch da kann man sich gerne mit Eva mal in Verbindung setzen, wenn man eben auf der Suche. Und Andalusien und online. Genau. Jetzt geht's weiter mit den Erfolgsgeschichten. Die schreiben nämlich auch der ein oder andere unserer Lebensberater sehr, sehr gerne. Und die erzählt uns Stefanie Kalewski nochmal. Für Schritt in mein neues Leben. Mhm. Das ist die Überschrift der Erfolgsgeschichte von heute, Stefanie. Ja. Ja. Nee, ich dachte. Da, also, ich dachte, du fragst jetzt irgendwas. Nein, also tatsächlich ist eine sehr schöne Geschichte, die mir wirklich ausgesprochen gut gefallen hat, weil es mal nicht so um das klassische er meldet sich nicht ging. Also die Fragen sind auch wichtig. Wer mich kennt, der weiß es natürlich. Auch diese Fragen machen Kummer. Und wir in den Beratungen sind für jeden möglichen Kummer irgendwie da. Aber in der Geschichte geht es um eine Franziska, also eine Dame, die wirklich in so einem, so an einem Moment gekommen ist, wo sie das Gefühl hat, es strudelt sich alles irgendwie. Um sie herum bewegt sich alles, sie wird immer tiefer gesogen und weiß eigentlich gar nicht genau, was passiert ist. Sie hat sich getrennt, aus ihrer Ehe gelöst, weil sie dachte, sie könnte mit einem anderen Mann sehr glücklich sein. Das hat sich auch ein bisschen zerschlagen. Dann kam so ein zum anderen, der Vater ist gestorben und irgendwie war im Umfeld gar kein Halt mehr da, weil alle gedacht haben, na, jetzt muss sie sich mal zusammenreißen und warum ist sie denn nicht mehr der Sonnenschein, der sie immer war? Und Franziska war damit total überfordert, weil sie einfach die Hilfe, die sie gebraucht hätte von außen, einfach nicht bekommen hat. Und dann hat sie so ein bisschen im Internet geschaut und ist auf Questico gestoßen und hat gedacht, na gut, okay, das versuchen wir mal. Und hat die Andrea angerufen. Und die Andrea, die arbeitet also als Medium, hellfühlig und geht ganz tief in die Seele hinein. Und da ging es schon ja auch ans Eingemachte. Ja? Also das heißt, dass Franziska sich wirklich öffnen konnte und dass Andrea das ganz behutsam gemacht hat, der wirklich von einem Schritt zum nächsten geführt hat, die Emotionen erklärt hat, was passiert denn da überhaupt gerade mit Franziska. Und das war sehr hilfreich. Und nicht nur Franziska hat davon profitiert, sondern auch ihre Kinder, weil die Kinder gesehen haben, da ist jetzt jemand, der kümmert sich darum. Die Mama weiß, wo sie hingehen kann. Jetzt liegt nicht mehr so viel Verantwortung auf den Kindern. Das ist ja auch oft noch mal ein großes Problem. Ja. Und dann ging es über einen gewissen Zeitraum und Andrea konnte Franziska ganz Schritt für Schritt wirklich wieder zu sich selbst bringen. Sie ist inzwischen auch wieder mit dem Herrn zusammen, also nicht mit dem Ex-Ehemann, sondern mit dem Herrn, mit dem sie sich ja was Gutes vorgestellt hat. Und immer wenn sie so merkt, oh, hier knirscht es gerade, kann sie mit Andrea ins Gespräch gehen und kann anrufen und kann sagen, Mensch, das hat mich gerade irgendwie durcheinander gebracht, was ist denn da eigentlich los? Ja. Und Andrea ist eine wahnsinnig liebevolle Beraterin, die ich auch kenne und die auch für uns Beraterin ist, also die Vertrauensberaterin bei Questico ist und wo auch wir Berater uns hinwenden können, wenn bei uns irgendwas mal nicht in Ordnung ist. Also sie genießt da auch bei uns ganz, ganz viel Vertrauen. Und Sie können sie natürlich auch erreichen, über unseren Partner Questico. Der Beratercode ist die 2165 und da kann man natürlich auch Termine mit ihr machen. Was immer ganz spannend ist, ist, dass natürlich die Erfolgsgeschichten auch alle nochmal nachzulesen sind und jetzt kommt's. Überraschung. In keinem anderen Magazin als im Zukunftsblick, über das wir heute schon mal geredet haben. Also auch da lohnt es sich und es ist ja ganz oft so, dass auch diese Erfolgsgeschichten hier im Zukunftsblick den Platz finden, weil sie
auch anderen Menschen Mut machen sollen. Ne? Also Mut machen sollen, einfach ihr Leben in die Hand zu nehmen. Richtig. Thema Eigenliebe, über das wir heute reden, auch ein ganz wichtiges Thema. Und da sucht man natürlich immer nach einem Anker, den man dann nutzen kann. Und es ist wirklich schwierig, wenn man da gerade so in dem Sumpf drinsteckt, da alleine rauszukommen. Das ist wirklich schwierig. Ja, das und dann darf man sich von außen jemanden suchen. Ich finde, das ist ja auch immer das Spannende bei AstroTV. Das sind ja nicht nur Leute, die hier zugucken, die euch auch sofort anrufen, sondern es sind auch wirklich viele, die zugucken, weil sie eben aus dem, was sie hören, aus den Geschichten von anderen Menschen eben auch einen kleinen Wegweiser finden und eben mit dem einen oder anderen Satz von euch auch gut was anfangen können. Genau. Alle wollen ja das Gleiche. Aber es kommt immer drauf an, von wem man es hört. Und bei dem einen oder anderen ist es vielleicht gerade heute Eva gewesen, wo der Groschen gefallen ist und dann sagt man, wow, ich muss da was ändern. Oder natürlich auch bei einem von unseren Lebensberatern. Genau, und das jeder kann, das ist ja das Tolle daran, dass wir wirklich die Möglichkeiten haben, dass jeder sich genau das aussuchen kann, was er mag. Ob er die ganz kurze Beratung bei AstroTV toll findet, ob er ein bisschen in die Tiefe gehen muss, ob er eher mit einem Astrologen sprechen mag oder lieber hier mit Andrea, mit einer wirklich tollen Beraterin. Also das kann jeder selber für sich entscheiden und jeder kann hier seinen Berater finden. Ja, und wenn man Dinge nicht ausprobiert, und ich weiß, ich wiederhole mich da ganz oft auch hier in dieser Sendung, aber es ist nun mal so, wenn man Dinge nicht ausprobiert, dann wird man nie erfahren, ob sie einem irgendwie geholfen haben oder nicht, oder? Ja. Wenn ich nie ausprobiert hätte, wie ein Gummibärchen schmeckt, ich wäre meines Lebens doch unglücklich geworden, oder? Muss man als Kind doch auch mal testen. Unbedingt. Habe ich nicht rausgespuckt. Esse ich heute noch gerne. Siehst du? Ja, guck mal. Aber hätte mir jemand gesagt, es schmeckt überhaupt nicht, ich hätte es trotzdem probieren wollen, weil es so schön ausgesehen hat. Was du alles verpasst hättest, wenn du es nicht probiert hättest. Ein komisches Beispiel, zwar gerade mit den Gummibärchen, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine, oder? Jeder von uns hat doch mal Dinge ausprobiert und ist auch glücklich. Genau. Und man hat auch mal Dinge ausprobiert und ist froh, dass man sie ausprobiert hat, weil man sie eben nicht nochmal machen möchte. Super. Also auch das gut. gehört zum Leben dazu. Ach, das war jetzt fast schon wieder philosophisch. Die Gummibärchen-Geschichte. Sie wissen, wenn Sie Hilfe brauchen, dann können Sie die Hilfe bekommen, natürlich von einem unserer vielen Lebensberater bei unserem Partner Questico. Unter anderem auch folgende Dame können Sie dort erreichen. Elisabeth Tadler. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt, und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Mike Petschel heute zu Gast. Moderator bist du ja auch gewesen, das muss man ja sagen. Bin ich immer also noch. Bist du immer noch, genau, aber schon auch wirklich bei Sat.1 hat man dich gesehen, Radiosprecher, Coach auch in irgendeiner Form, um Menschen klarzumachen, was sie verändern können. Das gehört ja auch zum Coaching dazu. Ja, also durch die Tätigkeit als Sprecher und Moderator habe ich selber auch sehr viel Coaching bekommen. Das heißt, man hat immer reflektiert bekommen, auch wie man klingt und wie man nicht klingt und was man sagen kann und was man sagen möchte. Aber was man sagt, weil im Subtext sehr viel Botschaft drin steckt. Und im Laufe dieser ganzen Zeit habe ich gemerkt, dass man als Sprecher und Moderator, wenn man das Handwerk oder das Mundwerk beherrscht, letztendlich auch ganz viel weitergeben kann. Eben, wo ihr auch schon drüber gesprochen habt gerade, sehr gut reflektieren kann, wie Leute zum Beispiel eben auch klingen bzw. wie sie aussehen. Und daraus ist dann die Tätigkeit des Coaches oder des Coachings geworden. Also auch da findet man viel über dich im Internet. Also Mike Petschel auf der einen Seite zu folgen via Instagram lohnt sich natürlich. Dann nimmst du einen immer an die Hand, wo du gerade bist, mit welchem Promi du gerade... Fast immer, ja. Welcher Prominente hat dich am meisten beeindruckt? Gibt es so einen, wo du sagst, wow, dass ich den getroffen habe? Lenny Kravitz. Ach, Lenny Kravitz habe ich persönlich kennenlernen dürfen. Der war doch mit Barbara Becker zusammen, ne? Ja. Und einigen anderen noch. Ja, aber Barbara Becker fällt mir gerade man so ein. Munkelt. Aber das ist ein sehr, sehr, oder er ist eine sehr, sehr interessante und sehr präsente Persönlichkeit, nicht nur auf der Bühne, sondern ich habe ihn hinter der Bühne auch kennengelernt
und habe ihn 2 Jahre später wieder getroffen. Und er wusste ganz, ganz viel, worüber wir uns im Privaten oder über das Private auch unterhalten haben. Ja. Und gerade, weil er nun auch noch mehr Menschen kennenlernt und ihn auch viele kennenlernen wollen. Aber der hatte wirklich auch mich wahrgenommen, das Gefühl hatte ich, weil er wusste, mit wem er es zu tun hat. Und dann waren wir genau da, wo wir vor 1,5 Jahren waren. Und das war sehr, sehr imposant und sehr eindrucksvoll. Darf ich dich auch fragen, wer schrecklich war? Darfst du. Ja, wer war denn schrecklich? Ich mag nicht antworten. Es gibt so einige Leute, die haben Schwierigkeiten, mit sich selbst zurechtzukommen, beziehungsweise, da habt ihr ja auch schon drüber gesprochen, die wissen gar nicht, wer sie sind oder wer sie sein wollen. Und es gibt eben einige Moderatoren, die möchte ich namentlich nicht nennen, das macht man nicht, aber die hatten ein bisschen Schwierigkeiten, wenn wir vorher gute Laune den Teppich ausgelegt haben und dann sind sie rausgekommen und haben dann nicht den Anklang bekommen, den sie sich gewünscht hätten. Ja. Manchmal waren wir warm, aber ja auch lustiger als die Moderatoren, die nach uns gekommen sind. Das kam schon das ein oder andere Mal vor. Ja. Kann ich mich auch noch an das ein oder andere Event erinnern. Ja. Und habe mir dann immer gedacht, warum stehe ich da jetzt eigentlich nicht vor der Kamera? Ja. Es gibt einen Hundeflüsterer, der war zum Beispiel so, dass er im Berliner Tempodrom damals mal gedacht hat, dass er eben sehr, sehr komisch ist. Und die Leute haben dann aber auch nach mir gefragt und das dann auch während seiner Show. Und das war nicht so gut. Und man sollte nie besser sein als das, was danach kommt. Wie bei der Hochzeit. Ja, ja. Man sollte nicht versuchen, besser auszusehen als die Braut oder der Bräutigam. Und das war bei dem aber der Fall, dass er danach dann eben kam und nicht sehr viel Anklang fand beim Publikum. Und ich war dann auch für den zweiten Tag nicht mehr engagiert oder wieder ausgeladen. Na gut, aber sowas vergisst man auch nicht. Und wie sagt man das so schön? Resonanzgesetz, man kriegt alles im Leben irgendwie wieder zurück. Ja, und deswegen. Also ich fand das auch, das war eine Erfahrung und es gibt auch andere Kollegen, die gehen damit um. Oliver Welke zum Beispiel, der hat auch das miterlebt, dass ich im Publikum eine Frage gestellt habe und dann sagte der im Publikum, warum moderierst du nicht die Show, du bist viel komischer. Und Oliver Welke stand unten im Studio und sagt, ja, weil er möchte ganz gerne kein Geld haben und deswegen macht er das hier kostenfrei. Ich will Geld haben und deswegen, und der hat einfach mitgespielt und das macht dann auch Spaß, wenn die Leute, die auch danach kommen oder die auf der Bühne sind, die im Studio sind, wie bei Vera damals. Die Großen, die Selbstliebe ja haben. Die können das. Thomas Gottschalk ist eigentlich mit maßgeblich verantwortlich, nicht nur für den großen Erfolg von Heidi Klum, muss man ja sagen, sondern auch für den großen Erfolg von Vera Intfeld. Ja. Der hat sie nämlich auch eigentlich weiterempfohlen durch eine Videobotschaft und hat gesagt, wo soll es denn enden, wenn die Warm-Upper schon besser sind als ich selber. Also guckt euch die Frau mal an. Ja. Und daraufhin hat sie Sat.1 Vera Mittag bekommen, weil Gottschalk ihr so eine nette Ansage gemacht hat. Also das zeigt Größe, dass man einfach sagt, man kann auch miteinander teilen und jeder kann vom Kuchen ein bisschen was abbekommen. Unbedingt. Du teilst auch ganz gerne, und zwar das Sprechen weitergeben. Genau. Vielen Dank. Es geht um deine Lounge, nämlich um deine Leselounge. Ja. Das ist ein Verein quasi, der gegründet worden ist, ehrenamtlich gegründet worden ist. Genau. Und da bezweckt ihr schon auch ein bisschen was. Ja, das ist entstanden aus der Tätigkeit als Dozent an der Akademie, wo meine Sprecherstudenten die Aufgabe bekommen haben, das geschriebene Wort erlebbar zu machen. Das heißt also, Hörbücher einzusprechen und Geschichten einzusprechen. Und wo sie dann eben auch trainieren konnten und gemerkt haben, wie klingen sie und wie klingen sie nicht. Und meine Idee war es dann mal, zum bundesweiten Vorlesetag zu sagen, geht doch mal in eine soziale Einrichtung und lest doch mal Menschen vor. Die haben sich dann ganz klar eine Kita ausgesucht, haben sich das sehr einfach vorgestellt, aber Kinder sind noch so schön direkt auch in ihrer Reaktion und wenn die halt nicht gut gelesen haben, dann sind die aufgestanden und gegangen oder haben was anderes gespielt oder haben gesagt, warum erzählst du das da gerade? Also die reagieren und reflektieren noch so natürlich. Und aus dieser Übung entstand die Idee, das öfter machen zu wollen, weil aus dieser kleinen Aktion halt ein sehr großer Effekt entstand. Die Kinder haben sich wohlgefühlt, aber was noch daraus entstand ist, dass die Pädagogen, also Erzieher, gesehen haben, wow, man kann alleine, wenn man erzählt, kann man so viel mehr erreichen. Wenn man die Leute dazu bringt, zuzuhören und zuzuschauen, dann kann man so viel mehr erreichen. Und das wissen einige Lehrer vielleicht aus ihrem Studium noch, das wissen einige Erzieher, weil sie es mal gehört haben, weil sie es auch praktizieren, aber sie vergessen es oftmals. Und dann wundern sie sich, wenn dann so Menschen wie wir ankommen, eine halbe Stunde oder Stunde lesen oder sogar 1,5 Stunden lesen und dann die Kinder total begeistert sind und sagen, wow, wir möchten mehr lesen, wir möchten selber lesen, wir möchten selber sprechen. Und dann beginnt das, was wir alle gerne möchten, aber teilweise schon so ein bisschen verkümmern lassen. Man kommuniziert miteinander, man redet miteinander und man fühlt sich wohler dadurch. Mhm.
weil man ehrlicher und offener durchs Leben geht. Der Verein jetzt, auch die Internetseite, die wir da jetzt gerade sehen, kann da jeder mitmachen? Ja. Oder wie sieht das ganze Konzept, was dahinter steckt, noch so aus? Unbedingt. Also der Verein entstand ja ohne Konzept. Wir haben gesagt, wir wollen das Ganze strukturiert machen. Und mittlerweile sind wir an die 40 Mitglieder, die sich dazu bereit erklärt haben, wirklich mehr zu machen. Also nicht nur vorzulesen, sondern eben auch organisatorische Sachen zu übernehmen. Aber es kann jeder mitmachen, der möchte. Das heißt, jeder, der gerne liest und vorliest, der meldet sich bei uns und kann gerne dann auch zum Beispiel Einrichtungen vorschlagen. Es dürfen auch Einrichtungen auf uns zukommen. Wir haben jetzt mittlerweile in Bayern, in Leipzig und in Berlin auch im Raum, haben wir ganz viele Schulen und Kitas, die auf uns zukommen und sagen, kommt doch mal zu uns vorlesen. Wir machen Workshops mit den Kindern und wir machen Workshops mit den Erziehern und Lehrern, damit wir genau das weitergeben, was der Verein ja verursacht. Also aus dem Kleinen heraus letztendlich, wir zeigen denen, wie man Worte erlebbarer machen kann, Kommunikation wieder schön gestalten kann und vor allem Kinder, die immer weniger lesen, letztendlich wieder mehr Fantasie bekommen, mehr ja, Träume. Was ja auch Spaß erleben. Macht, ne? Also mal wieder zuzuhören und man kann ein Buch sich anhören und es kann wirklich langweilig gelesen sein, ja. Oder man hört sich ein Buch an und ich weiß nicht, Harry Potter habe ich mir mal angehört, von Rufus Beck gesprochen, ja. Und bin auf einer Autobahn gewesen, die ich jeden Tag gefahren bin und bin 20 Minuten an meiner Ausfahrt vorbeigefahren, weil ich so geflasht war von diesem Buch. Ich habe es einfach gar nicht mitbekommen. Da sage ich, das hat er gut gemacht. Ja. Da ist das Ziel erreicht. Ja, man hat die Leute in den Bann gezogen. Und das ist ja das, was man möchte. Das möchte man ja auch haben, weil man letztendlich gehört werden möchte, gesehen werden möchte. Also eben auch Bestätigung bekommen möchte, damit man weiß, wer man ist. Und da beginnt letztendlich das Coaching. Und das Weitermachen ist jetzt gerade im Verein im Gange, dass wir letztendlich das auch weitertragen. Also auch kleine und große Menschen, jüngere und ältere Menschen letztendlich vorlesen und dann dadurch letztendlich auch coachen. Also auch da lohnt es sich mal reinzugucken. Vor der Sendung hat er noch zu mir gesagt, der freche Hund, er ist jetzt in Bayern und bringt in Bayern endlich mal das anständige Sprechen bei. Das Sprechen bei, nicht das Anständige. Schön, dass du aber immer mal wieder auch in deine Heimat kommst, nach Berlin kommst. Ich denke, das ist auch für dich immer was Schönes. Immer wieder gern. Die Berliner Luft zu schnuppern. Finde ich gut. Sag aber meiner Heimat bitte auch die herzlichsten Grüße. Und es war so schön, dich gesehen zu haben. Ich lasse dich ja eh noch nicht gleich gehen, aber wer mehr Informationen über Mike natürlich haben möchte, der kann ihn im Internet finden, der kann ihn über die Leselounge finden und natürlich auch, wie wir alle mittlerweile, wir müssen ja auch jung und dynamisch dabei sein bei Instagram. Also da kann man ihm natürlich auch folgen. Mike, vielen herzlichen Dank. Jetzt gerne. Können Sie sich freuen, denn es gibt auch heute wieder etwas zu gewinnen. Ein Buch, ein schönes Buch und vielleicht liest Ihnen ja auch jemand aus diesem Buch vor. Es geht um die Reise zu sich selbst von Eva Nitschinger geschrieben, unserem Gast heute, denn da geht es um das Thema, das wir alle irgendwie erlangen wollen, nämlich das Thema Eigenliebe. Es geht ja ums Thema Taubenzüchten, natürlich. Aber wenn Sie es besser wissen, dann sprechen Sie die richtige Antwort doch bitte auf unseren Anrufbeantworter. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, darüber muss ich Sie informieren. Mobil kann es auch ein bisschen teurer werden. Bis 15 Uhr, also ein paar Minütchen haben Sie noch Zeit und 18 Jahre müssen Sie sein. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Das Buch, die Gebrauchsanleitung quasi, das ist ja schon ein Buch, das du recht zu Beginn geschrieben hast, ne? Also womit ja eigentlich auch das alles so angefangen hat, oder? Nee, angefangen habe ich vorher aus einer tiefen Krise heraus und das war irgendwie meine Selbsttherapie. Also dieses Buch, da ist einfach alles rausgeflossen aus dieser Geschichte, als ich sie abgeschlossen habe, meiner Meinung nach, und habe das durch einfach geschrieben, das Buch, habe es dann 2 Jahre noch liegen lassen und dann dachte ich, komm, die Leute, die es gelesen haben, finden es gut, dann bringe ich es jetzt einfach raus. Mhm. Also das ist im Grunde jetzt nicht unbedingt ein Rezept. Das Rezept kommt hoffentlich bald, da suche ich gerade einen Verlag. Da schreibe ich wirklich Schritt für Schritt, wie man es genau anfangen kann und wie auch in meinen Online-Kursen der Prozess läuft. Aber das ist wirklich total persönlich meine Geschichte. Mhm. Also raus aus dem schwarzen Loch, könnte man sagen. Ja, das, was ich ja vorhin auch gesagt habe, ne? Manchmal tut es ja auch wirklich gut, wenn man es von anderen Leuten hört, weil man sich trotzdem wiederfindet in den Geschichten.
und weil man einfach auch Vorbild ist für jemanden und sagt, wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr das auch. Genau. Jetzt bist du natürlich schon ein bisschen weiter als viele andere, indem du natürlich als Psychologin arbeitest, indem du Heilpraktikerin für Psychotherapie bist. Das heißt, wo man sich denkt, du musst ja eigentlich die Ansätze drauf haben, auch persönlich drauf haben, aber ist halt nicht immer so einfach, ne? Im Kopf hat man es drauf, das hatte ich relativ schnell drauf, aber bis es runtergeht, bis es wirklich die gesamten inneren Anteile sozusagen erwischt, das dauert. Mhm. Das ist ein lebenslanger Prozess. Ich glaube, deshalb sind wir hier. Einfach zu erkennen, wer sind wir und wenn ja, wie viele. Ne? Gab es ja schon ein tolles Buch, finde ich super. Also einfach zu erkennen, ich bin mehrere und solange ich nicht alle kenne, alle meine inneren Kinder und solange ich die nicht alle nach Hause hole und wirklich von Herzen liebe, solange bin ich nicht ganz. Mhm. Solange fehlt immer was von mir. Solange muss ich kaschieren, solange brauche ich es von außen, ne, dann brauche ich den Applaus, damit ich mich überhaupt gut fühle. Solange brauche ich Menschen. Ne? Und das heißt nicht, dass man dann keine mehr braucht, das ist ein Missverständnis. Dann braucht man sie nicht, sondern dann sind sie so ein Geschenk. Ja? Und die Menschen, die dann ins Leben kommen, sind ein Geschenk auf unserer Reise. Ja, das, was du ja auch zu Beginn eigentlich gesagt hast, ne? Also ich kann ja niemand anderen verändern, ich kann nur an mir selber anfangen, irgendwas zu verändern und das wissen wir natürlich auch alle, aber der Weg der Veränderung ist natürlich immer ein anstrengender. Wobei du die Menschen ja auch begleitest, das heißt, ich habe vorhin das Internet angesprochen, also auch über deine Seite kann man sich natürlich Informationen holen. Du gibst aber auch so richtig Seminare, wo du wirklich die Menschen an die Hand nimmst. Wie lange dauert das quasi, bis ich es schaffen kann, den Weg zu mir zu finden? Also reicht mir ein Seminar quasi zu besuchen, um dann zu sagen, und jetzt habe ich mich erkannt? Also die schnellste war 10 Minuten. Ah. Das war eine 18-Jährige, eine Tochter von einer Klientin. Die kam wegen einem Riesenproblem, hat nur geheult. Und dann habe ich mit ihr The Work von Byron Katie gemacht. Also das ist in diesem Buch die Hauptmethode, über die ich schreibe. Und nach 10 Minuten hat sie mich angeguckt und gesagt, warum musste ich da zu dir kommen? Das ist doch irgendwie total klar. Das sind ja nur Gedanken. Und ich so, ja. Und jetzt? Und sie so, ja, das ist doch gar nicht meine Angelegenheit. Also, wow, dann kann ich doch glücklich sein. Das ist doch egal, was der andere macht. Und dann dachte ich zuerst, die sagt es nur so. Aber ich, das ist jetzt 10 Jahre her und die ist voll happy. Mhm. Also bei der war es in 10 Minuten. Das war irgendwie, manche junge Menschen sind so weise und die sind so offen. Aber die haben natürlich offen. Hier oben auch noch ein bisschen mehr Platz als... Nee, hier Platz. Oder hier auch ja, Platz, die war so offen. Also um Intelligenz geht es gar nicht. Nee, das meinte ich gar nicht. Aber was Gedankenstränge so versaut, und so. Naja, ne, man muss auch mal sagen, je älter wir werden, umso mehr Belastungen, umso mehr Sorgen bekommen wir aufgeladen. Ja, die Konzepte sind das Problem. Dieses, was wir alles sind und so. Ne? Und wenn das ganz überladen ist, dann ist es schwer aufzumachen. Die war total offen. Ne? Hatte halt auch eine Mutter, die sehr offen ist. Das ist ein Vorteil und ein Vater auch. Jedenfalls, das war das Schnellste. 10 Minuten, realistisch 4 bis 6 Stunden. Und manche, mein Gott, das ganze Leben. Und manche sind nach 20 Jahren noch immer, es gibt es ja nicht. Jetzt habe ich es verstanden. Ich mache das alles. Ja? Ich renne zu 1000 Seminaren. Aber ich finde mich scheiße. Ja? Ich bin doch scheiße. Und dann sage ich immer, okay, wir fangen nochmal an. Warum bist du scheiße? Und dann notiere ich die Gedanken und sage, okay, welcher ist der Schlimmste? Und lass uns mit dem starten. Aber weißt du, zuerst habe ich es nicht verstanden. Ich dachte, die Leute kapieren das nicht. Oder ich habe natürlich gedacht, ich erkläre es nicht gut genug. Ja? Mittlerweile weiß ich, dass es wirklich nur eins ist. Entweder schaffst du es, dein Herz zu öffnen, mit was auch immer. Ja? Wenn du es schaffst, dein Herz zu öffnen für dich selber, ist die Methode egal. Ja? Ist wirklich egal. Und dann bist du da. Und wenn du dein Herz zumachst, warum auch immer, weil du Angst hast vor dem Schmerz, das da drin ist zum Beispiel, der da drin ist. Wenn du das Herz zumachst, hilft dir kein Seminar der Welt. Du kannst 1000 Seminare machen, zu 10.000 Therapeuten rennen. Du wirst nicht viel weiterkommen, weil es zu ist. Das ist meiner Meinung nach Stand heute die Lösung. Ja, und das ist das Schöne. Und deswegen liebe ich das auch, hier jeden Tag sitzen zu dürfen unter diesem Motto leichteren Lebens. Denn es geht wirklich um verschiedene Knöpfe. Und nicht jeder findet den gleichen Knopf gleich schnell. So, aber es geht eben darum, dass man das Angebot bekommt, den richtigen Knopf herauszufinden. Genau. Und vielleicht hast du heute irgendjemanden den Schalter sozusagen mit an die Hand gegeben. Du hast gerade das nächste Buch angesprochen. Das ist wohl schon in Arbeit. Wie ist
ist so deine Planung in der nächsten Zeit? Also ich wünsche mir, dass ein guter Verlag das nimmt, also dass ich da auch wirklich mit diesem Buch schön an die Menschen komme, weil ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe es gelernt, nein, du hast über ja mich gut zu reden. Deswegen, genau, das ist ja das Wichtigste. Weil das habe ich wirklich intensivst mehrfach überarbeitet. Und da ist nicht nur The Work von Byron Katie, weil das ist eben eine Methode, die viele Menschen gar nicht erreicht, ist meine Erfahrung, sondern eben innere Kindarbeit, ganz einfach, ja, mit diesen Püppchen, imaginiert, mit Meditationen. Aber du hast gerade was ganz Schönes gesagt. Du hast dich eigentlich schon wieder dafür entschuldigt, dass dein Buch so gut ist. Stimmt. Und eigentlich ist es das. Wir werden ja auch so erzogen. Ne? Das Thema Stolz. Ja, eigentlich stimmt. Das Thema Stolz ist in unserer Gesellschaft kein so gutes. Genau. Und wenn man einfach da steht und sagt, doch, ich habe da einen guten Job gemacht, dann wird man auch komisch und angeguckt und wird als arrogant dargestellt. Aber eigentlich ist es doch wunderbar, wenn man sagt, man sitzt hier und man macht das eigentlich auch ganz gut, weil man es auch mit Leidenschaft und absolut. Macht, ne? Das ist mein Guck mal, Herz. Da konnte sich heute der Psychologin auch mal ganz kurz auf den Zahn fühlen und sagen, Moment, darüber müssen wir nochmal nachdenken. Eva, vielen herzlichen Dank. Also die Reise zu mir selbst, Sie wissen, die gibt es heute zu gewinnen. Mehr Informationen auch über dich natürlich im Internet, also auch auf unserer Facebook-Seite werden wir natürlich auch noch viel zu sehen bekommen. Ich sage herzlichen Dank. Ich danke dir. Für den Besuch, eine schöne Zeit. Du wirst heute noch ein bisschen Berlin unsicher machen, ist ja immer eine Reise wert. Würde ich mal sagen, Maike, komm mal rüber zu uns zum großen Abschlussbild, denn wir gucken noch mal auf den Spruch des Tages. Ach ja, eine Legende. Setz dich ruhig hier dazu. Mein Leben war so etwas wie ein Spiel. Ich bin immer Risiken eingegangen. Da brauche ich keine Glücksspiele. Da ist wieder ein großer von uns gegangen, Niki Lauda. Was haben wir heute noch so gesagt? Ne? Früher hat man immer so gesagt, der ist aus echt gutem Holz geschnitzt, aber das war der. Mhm. Also das gibt schon so Menschen, wo man sagt, zu früh mit 70, aber eine tolle Persönlichkeit, muss man an dieser Stelle auch mal wieder sagen. Ich glaube, der hat sich auch gerne gemocht. Und warum? Weil er ein guter Mann war und deswegen war er auch erfolgreich. Mutig. Du traust dich nichts zu sagen, ne? Weil du kein Mikro mehr hast, oder? Das ist der Profi. Deswegen habe ich drüber geheult, weil ich wusste, schweig da mal ein bisschen. Steffi, vielen Dank für den Besuch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, natürlich morgen wieder. In diesem Sinne haben Sie einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Vielen Dank. See you tomorrow. Bis dann. Servus. Tschüssi.